Hey Leute, willkommen zurück zu State of Decay. Wir machen weiter mit Maya. Ja, ich habe mich irgendwie an sie gewöhnt. Ist eine nette. Und außerdem ist Marcus immer noch verletzt. Was, ein verrenktes Knie. Ja, er wurde zwar wahrscheinlich gebissen von einem Zombie, aber so ein Knie ist verrenkt. Wie kann ich denn hier... I've been sketching some plans in my spare time, and I think I hit on something. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Ja, genau, das habe ich schon angesprochen. Die Leute wollen... Oh, ich mach mal hier... Ja, ich muss einen Schlafbereich bauen, Leute. Aber die Mission lässt mir auch keine Wahl. Oh, minus eins täglich. Wir brauchen unbedingt Munition, sonst werden die Leute... Was? Baurohstoffe brauchen wir täglich 7? Baumaterialien? Wollt ihr mich verkohlen? Ernsthaft? Und 11? Oh, ja, natürlich darf ich alles rankarren, ne? Das ist ja der Witz bei der Sache. Ich darf ja alles bringen und die Leute, die machen, was sie wollen. So, wir gucken mal nach Baumaterialien. Das springt total rum hier, aber ich glaube, ich gehe einfach mal runter zur Wohnwagensiedlung. Vielleicht finde ich dort Baumaterialien. Ja, ein Ratschlag, Schlafbereich, das mache ich doch gerade. Glaubt ihr, ich bin doof oder was? Ich sei ein doof. Ja. Das glauben die. So. Ich frage mich ernsthaft, wie ich Fitness steigern kann. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Irgendwie kommt das von automatisch mit der Zeit. So. Ja, ich nehme die Karre, denn obwohl die schon ein bisschen angeschlagen ist, hält die in der Regel am meisten aus. Schon wieder Zombie-Horden. 10.000 Stück und ich habe sie zerstört. So, dann wollen wir mal gucken. Da unten ist auch noch was. Dieses Gebäude. Huch! Vorsicht. Ich darf, glaube ich, auch nicht zu lange hier bleiben. Denn sonst gehen mir irgendwann wirklich die ganzen Materialien aus. Von daher sollte ich dann runter in die Stadt gehen. Oh. Eben ruckelt es wieder so ein bisschen. Oh Mann, hier ist eine ganze Menge, glaube ich. Da muss ich viel durchsuchen. Jetzt hier in den Wohnwegen selbst was, oder? Nee, das ist nur Staffage. Irgendwo müssen hier Dinger rumstehen zum Plündern, glaube ich. Außerhalb der Häuser. Och, nicht schon wieder. Jemand braucht eine Ansprache. Erzähl euch gleich mal was. Ansprache. Oh, hi. Ah. Ja. So geht das. Hat mich viel Ausdauer gekostet, aber naja. So, wo kann ich jetzt hier was plündern, Leute? Hier ist gar nichts. Was? Die Armee konnte Verwendung für dich haben? Oder könnte Verwendung haben? Warum? Warum für mich ausgerechnet? Komm, fang mich. Fang mich doch, fang mich doch. Ah! Ach, da in dem Schuppen könnte was sein. Na gut zu wissen. Ah! Ah, hau ab! Nein! Weg mit euch! Weg mit euch! Bam! Oh oh. Ja, ich seh's. Nein, geh weg! Renn mir da nicht so dämlich hinterher, du Pöller! Na, hau ab, du Schnepfe! Ich kann mich... Oh Gott, ich muss langsam Maya mal ein bisschen ausruhen lassen. Ich kann nichts mehr machen hier. Und ich sollte sie auch mal heilen. Ach ja. Ist nicht so wild. Wenn ich sie rausschaffe, dann nehmen wir wieder Marcus oder von mir aus Eli. Darauf habe ich gehofft. Und hier gibt es wahrscheinlich Benzin. Aber Benzin brauche ich aktuell nicht. Ich bräuchte ein paar Medikamente, die muss ich mir dann wohl wieder kaufen. Ja, kann ich nicht. Aber ich kann nach Hause funken. Ja, das kann ich wohl, wenn ich diese Vorratspäckchen habe. Dann kann ich meine Leute hier... Oh, ne. Na, dann kann ich meine Leute hier einen Außenposten errichten lassen. Und was auch immer das bringt. Ich glaube, dann habe ich da nur... ein Lagerbehältnis, wo ich dann Sachen reintun kann oder rauskaufen kann. Also kaufen, ne? Ihr wisst schon, mit meinem Einfluss als Geld. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es hier keine Kohle mehr hat, beziehungsweise... Ja, bin auch schon... Ah. Dass die immer Problemchen haben, weißt du? Ich fahre den ganzen Tag hier rum, bring ihnen Zeug und was machen die? Die heulen nur rum den ganzen Tag. Ich hab voll die Probleme. Ich hab so Angst. Ja, soll ich dir mal sagen, was ich für eine Angst habe, wenn ich von 20 Zombies angefallen werde und für euch die Baurohstoffe beibringen kann? Ja, das ist...
Na, super. I cannot believe you. You want to run away again. Come on, Lily. That's not fair. You're right. It's not. We've built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. Hey, what's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. Er hat doch recht, meine Güte. There you go. Hör doch auf deinen Bruder, Mensch. What you got? Oh, you know. Stuff. Stuff. Ja, Stuff. Immer Stuff. So, das reicht erstmal ein bisschen Codein. Jacob. Should we? Nah. Let her cool down. She'll come around eventually. Might not be a bad idea to get out of here for a while, though. You feel like going house hunting? Bin ich dafür. Cool. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. Was machen wir denn jetzt? Ach, da. Das wäre eine gute Idee, Leute. Dann hätte ich da oben nämlich schon mal alles soweit durch und dann könnten wir hier unten eine neue Basis einrichten, denn ich glaube, es zieht uns sowieso dort runter. Na gut, dann komm. Kommst du mit? Ja, kommt da, Jacob. Alles klar. Nee, dann fahren wir mal runter in die Stadt. Ich freue mich schon drauf, Leute. Endlich mal ein bisschen Tapetenwechsel hier. Wird ja auch mal Zeit, nicht wahr? So, ich nehme natürlich den großen Pickup. Denn die anderen Autos sind A, kaputt und B... Wie hast... Auch nicht schon wieder. Oh Gott, Leute, guck mal. Sie hat jetzt schon so viel Ausdauer verloren. Ich müsste eigentlich... Na, warum fährst du denn so komisch? Ich müsste echt mal wieder Markus mitnehmen, aber... Der ist ja noch verletzt. Oh, der ist ja noch verletzt. Armer Kerl. Hat sich das Knie verrenkt, ne? Dauert jetzt 5 Tage, bis er wieder einigermaßen auftreten kann, oder was? Na, das ist halt echt dumm. Wenn die Leute zu viel Lebensenergie verlieren, habe ich ja schon mal angesprochen, dann haben sie wirklich die maximale Lebensenergie verringert. Nee. Nein. Wir fahren runter in die Stadt, Mensch. Da, guck mal, ist das... Ist das... Ach, das ist dieser Marshall, oder wie? Na gut. Nein. Au. Nein. Weg mit euch. Die blöde Zombie-Horde. Ah, ich komme später auf jeden Fall nochmal her, aber jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Erstmal in die Stadt. Da haben wir dann so viel zu tun wahrscheinlich an Missionen. Sollten wir ausnutzen. Ist das ein Jurassic? Konnte ich nicht lesen. War zu schnell vorbei. Also mir gibt die Karre auch gerade nicht her, merke ich. Ich fahre mit Höchstgeschwindigkeit und das ist nicht gerade flott. Was wird denn das sein? 50 km/h vielleicht? Oh, da wurde gebaut. So weit war ich, glaube ich, noch nie. Ach nee, doch, da unten. War ich hier? Ich glaube, nee. Doch, ich war noch ein bisschen weiter. Da habe ich die Lebensmittel eingetauscht an diesem Haus dort. Ja, weiter war ich noch nie weg von der kleinen Stadt dort oben. Na, das ist ja nicht mal eine Stadt. Das sind maximal 15 Häuser. Das ist... Also wenn er einen Bus halten würde, dann wird wahrscheinlich die Station Baumstumpf heißen. So, what was that with you and Lily? A long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. Sorry. Yeah. Anyways, not long after that was when Lily was diagnosed. My dad, he was, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob? I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. I didn't handle it well. And as soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. What happened? Oh, man. Man, he blew up. We had a huge fight. Didn't talk for years after that. I finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. Es hat immer eine schwierige Geschichte, ne? Man will die Familie nicht im Stich lassen, aber andererseits will man eigentlich sein ganzes Leben in einem Kaff verbringen und alles aufopfern, was man hat, oder? Schwieriger Spagat. Und manchmal zerreißt es dann halt eben die Familie. So, ich glaube, hier fahre ich am besten links.
Ja, sieht ja ganz nett aus hier, aber immer noch so ländlich, ne? Überall noch Felder und die Gebäude stehen sehr weit auseinander. Ist ja nicht verkehrt an sich. Oh, guck mal, das sieht echt viel besser aus hier. Schön zentral alles. Mit Pavillon. Well, what do you think? Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we could fortify pretty easily. And check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem awfully excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. Das ist doch eine Idee. Oh, der Schlafbereich ist fertig. Schön. Jesus! Can't see. Help me. Nicht gut. What the hell was that? Dunno. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Maybe we gotta go, huh? Ja. Ja, wie sieht's jetzt aus mit dem Gebiet als neues Wohnörtchen? Ich finde das gut. Also außer dem Typ jetzt da, der auf der Treppe krepiert ist. Aber so ist es halt nun mal mit diesen Krankheiten. Oh. Entschuldigung. War keine Absicht. Achso, da gibt's noch eins. Oh, das sieht aber noch besser aus. Dieser große Klotz hier da, das ist, glaube ich, noch ein bisschen geeigneter. Na? Oh Leute, ich freue mich schon drauf, hier alles zu durchkämmen. Ah, das sieht echt gut aus, Mann. Das sieht richtig gut aus. Eine große Halle? Well, that's a few options at least. Might be more out there to look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, tree fort. Na super. Dafür haben wir hier überall Zäune und Stacheldraht. Ja, es ist echt Zeit für ein... Was? Schwarzfieber? Aha. Was? Oh, Jacob ist jetzt mit mir befreundet. Das ist ja schön. Das ging auch sehr flott. Wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt... Ja, moin, ich bleib hier und du fährst wieder zurück, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Warte mal, ich könnte durch die Stadt fahren, dann sehe ich auch gleich mal ein bisschen... Okay, vergesst das. A bunch of them are talking about some new disease that's been hitting their people. I think we just saw it. Yeah? Well, better stock up on meds. Pastor Will's not looking so great. Oh nein. Ich wollte eigentlich nur die Tür zumachen, aber es geht wohl nicht. Ja. Oh, das ist ja noch eine Horde. Was? Nee, ist keine Horde. Kann man drei als Horde zählen? Ich glaube nicht. Na gut, dann haben wir jetzt zumindest schon mal die Gegend ausgekundschaftet. Ist ja auch mal was. Wir haben die Nachbarschaft kennengelernt. Hallo. Wie überall diese Mistviecher. Ja, dann werden wir mal sehen, wie wir das machen mit dem Umzug. Ich hoffe, das wird einigermaßen cool umgesetzt. Dass wir hier mit so einer Kolonne durchfahren und müssen alle am Leben erhalten. Das wäre richtig, richtig nett, wäre das. Nur mal sehen, was das Militär... Was steht da jetzt? Ach, Jurassic Junction. Das habe ich doch schon mal gesehen, als ich hier oben war. Na, auf jeden Fall, ich denke mal, das Militär, das wird da schon was gegen haben, wenn wir einfach hier Häuser besetzen, oder? Gerade solche großen Fabrikanlagen, das ist denen bestimmt nicht so recht. Aber ich bin auch so ein Äumel, ich hätte jetzt noch Missionen mitnehmen können. Ach, weißt du was, ist egal. Ich hole noch ein bisschen Nahrung, jetzt da oben im Diner, wo die Tankstelle war. Eigentlich die Leute, denen ich hier die Nahrung gebracht habe, die hätten auch auf die Idee kommen können, oder? Mal so ein paar Meter die Straße hochzulaufen und dann... Oh, das ist schon wieder eine Horde. Meine Güte, werden richtig viele, ne? Ihr hättet mir schon die Tür zuschmeißen können, ihr Säcke. Auf jeden Fall, die Angst schon wieder. Die Angst. Hätten die sich da schon mal selbst ein bisschen was besorgen? Guck mal, wieder fliegen können. So, endlich mal den Satz beendet. Und die Horde ist auch tot. Schön. So, Jurassic Junction. Sieht ja eigentlich ganz nett aus. Ein Pterodactylon. Ein T-Rex. Oh nein, da ist so ein Dicker bei. Stirb! Der lebt ja noch! Ah, nee, es ist... Alter! Der ist explodiert! Und der Pterodactylon ist runtergefallen. Und nicht so einer. Alter Schwede.
Ihr Penner. Und da unten kommt schon wieder eine Zombie-Horde. Ich werd ja wahnsinnig. Ist das ein Brontosaurier? Nee, das ist kein Bronto. Die Tankstelle heißt Bronto. Aber das hier. Guck mal, wie geil, da haben wir eine Aussicht. Also hier wäre auch ein schöner Ort, um sich einzurichten. Hat sogar eine Mauer zur Straße hin. Also so ein Holz... Ja, so ein Holzding eher... Vielleicht wäre es doch nicht so gut. Oh, Vorsicht. Oh, ich habe keinen Schalli mehr drauf. Gefährlich, gefährlich. So, 10 Schuss immerhin wieder. Oh Leute, das geht mir mal nicht auf den Sack, bitte. Geht mir mal nicht hier auf die Nerven. Geh rauf jetzt. Oh nein. Oh Leute, ich will hier nicht... Ich will hier oben nicht festsitzen. Das kann nämlich schnell passieren, glaube ich. So, ich habe noch ein bisschen Codein. Plopp. Schauen wir uns erstmal die Gegend an. Ich meine, was haben wir für eine Wahl? Da vorne. Minimart. Der T-Rex. Potenziell Heimatbar. Ah, okay. Also kann ich das wohl doch nutzen, aber... Oh. Was? Ein SWAT-Zombie? Ernsthaft? Gibt's jetzt auch noch sowas? Es wird ja immer schärfer, ne? Ich glaube, ich schnapp mir am besten irgendwie ein Haus. Ja, ich schnapp mir ein Haus. Nein, ich schnapp mir ein Auto und dann fahre ich wieder zurück. Ich glaube, das wäre echt das Beste. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Nein! Alter. Alter. Oh. Okay, ich schnapp mir ein Auto und hau ab. Ihr könnt mich mal. Komm, Harry, lauf, lauf, lauf. Alter Schwede. Vergiss das. Das wird keine Heimatbasis. Das kann ich euch flüstern. Habe ich keinen Bock drauf. Ah. Reiß mich nicht rum, du blöder Zombie. Was? Artillerie? Was ist jetzt schon wieder? Hä? Wo denn? Ach da. In der Stadt. Krass, Leute, was hier alles abgeht auf einmal, oder? Man hat keine Ruhe. Aber das ist auch gut so. So kommt keine Langeweile auf, finde ich, ja. Okay, ich werde mir nochmal das verlassene Gebäude anschauen. Die Zeit muss sein, denn da gibt's was zum Untersuchen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Vorräte. Auf jeden Fall muss ich Mary mal langsam... Maya muss ich mal langsam wieder auf Vordermann kriegen. Da gibt's doch... Hoppala. Da gibt's doch bestimmt Benzin. Das sieht aus wie so ein Fass oder so ein Seemanns... Ja, so ein Seesack ist das, ne? Ja. Ist es, ist es. Ja, eine Leuchtfackel. Ich bin begeistert. Und... Hep. Guck mal, wie die halt direkt wieder am Auto rumgammeln. Boah! Ihr könnt's vergessen, hier als Anhalter mitzufahren, ihr Penner, wenn ihr mich beißt. Wer beißt, der läuft. Fahr doch, fahr doch, fahr doch. Guck mal. Lass mich. Ja. Siehst du mal. Gibt's nicht bei mir. Schwarz fahren, aua. Verdammt. Ich könnte wetten, sie ist nicht angeschnallt. Glaubt ihr's? Nee, ist sie bestimmt nicht. Leute, ich brauche Lebensmittel. Ich muss hier noch Lebensmittel. Fantastisch, da ist alles rot, ne? Ah. Geh mir nicht auf den Sack. Oh, das war mehr Glück als sonst was, der Headshot. Ich habe irgendwie den Eindruck, dieser Schalldämpfer ist lauter als die anderen, oder? Ah, dieser improvisierte. Falle mal um jetzt. Jawohl. Ich bin schon wieder erschöpft. Nein, 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 nein. Das ist die mangelnde Ausdauer hier. Und bam. Und Quatsch. Ja, sehr gut, Maya. Ich weiß es doch. Es tut mir auch sehr leid, dass es dir gerade so dreckig geht. Ist meine Schuld, ich weiß. Kriegen wir aber alles hin. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Ja. Absolut. Nein! Du sollst ihn doch nicht... rum... Du sollst ihn nicht rumkicken, meine Güte. Gibt's hier irgendwas zum Plündern? Hier sieht's nicht so aus, als würde es da noch was geben, oder? Ich sehe kein weißes Schimmern. Oh, nee. Ist da hinten vielleicht noch was? Leute, manchmal ist das so uneinsichtig. Hier? Nee, auch nicht. Ich kletter mal darauf. Schnell, schnell, schnell. Warte, ich brauche dringend wieder Markus. Das ist... Geht's doch gar nicht. Nee. Ach, ein Ausguck? Okay.
Oh, Leute, irgendwie geht's gerade nicht so gut, ne? Ich komme nicht so ganz auf den grünen Ast hier. Auf den grünen Zweig, sagt man. Ja, ist nix. Hier gibt's nichts zu plündern. Das ist doch unglaublich. Unglaublich ist das. Hier noch was vielleicht? War ich hier schon mal drin und hab noch nicht alles leergeräumt? Das ist nämlich immer das, was ich so nicht mag. Dann hat man irgendwo noch was leer zu räumen und weiß nicht wo, weil es könnte ja theoretisch alles potenziell durchsuchbar sein. Ärgerlich. Na gut, aber liebe Leute, ich beende die Folge. Ich werde noch zumindest zurückfahren in die Kirche und werde Mary mal ein bisschen aufpäppeln. Mary, ich sag immer Mary, Maya, meine ich doch. Werde sie mal ein bisschen aufpäppeln, würde mich aber freuen, wenn ihr mir bis dahin noch was da lasst. Gebt mir eine Bewertung auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, auch gerne einen Kommi. Und ansonsten, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei State of Decay.